Ciao ragazzi, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS19 im Projekt Fernweh. Einen schönen Montag wünsche ich euch. Ja, wieder mal eine Folge aus dem Livestream. Könnt ihr auch gerne reinschauen oder live dabei sein. Also Samstagabend gerne ein kostenloses Follow auf meinem Twitch-Kanal da lassen. Dann werdet ihr auch benachrichtigt und könnt dort schon dabei sein. Aber hier schaut ihr es eben im Nachhinein an. Ja, ich habe gerade ein wenig umgeschaut hier und den einen oder anderen wird es aufgefallen sein, das ist natürlich nicht unserer. Ich habe mir gedacht, so nebenbei kann man ruhig eine Kartoffelmission laufen lassen, 25.000. Ein paar tausend werden wir investieren in Saatgut, aber sonst ist ja nichts Ordentliches dabei, missionsmäßig. Deswegen habe ich gedacht, ja. Lass mal ein bisschen Kartoffel ansehen, das macht der Helfer schon. Weil wir haben ja andere Arbeiten zu erledigen. Und zwar... hier. Wir haben uns ja einen Schwadalinski gegönnt. Und der muss natürlich auch zum Einsatz kommen. So, mal, klapp mal auf den Stuhl. Dann bin ich mal gespannt, wie gut der funktioniert. Ich hoffe, das war kein Fehlkauf. Wir könnten aber gleich mal hier so einen VCA-mäßigen Kurs machen. 7 Meter. Ja. Machen wir so. Und dann würde ich sagen, kann man schon mal loslegen hier. Und dann hier irgendwo ziehen wir eine Bahn. Nee, das passt nicht. Ja, das passt. Das ist okay. Und ab geht's. Ja, jetzt schwaden wir hier das Gras zusammen und wir wollen ja dann hier in dem Bereich ein Fahrsilo platzieren. Deswegen haben wir jetzt in dieser Folge, gehe ich mal davon aus, das wird schon eine Weile dauern, bis wir hier das alles geschwadet haben. Aber am Ende des Tages soll ja ordentlich Profit dabei rausschauen. Und ja. Die Arbeit muss nun mal gemacht werden. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Fahren wir hier mal so rauf. Das wird schon irgendwie passen. So. Ja. Wir können auch so nebenbei ein bisschen dann quatschen, was so in der letzten Woche alles passiert ist. Weil es ist ja nicht nur so, dass so gar nichts los war, sondern es sind ja natürlich wieder die Factsheets veröffentlicht worden und ja, nicht nur die Factsheets, sondern noch weitere Informationen eben zum LS22. Also können wir uns dann während den Schwaden mal ein bisschen darüber unterhalten, ein bisschen durchgucken. Aber ihr könnt natürlich auch gerne auf der Farming Simulator Homepage dort auch reinklicken und euch dort durchschauen. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. So, jetzt haben wir hier rum. Ich würde mal sagen, dann drehen wir schon wieder um. Weiß halt nicht, wie fahren wir hier am blödesten. Fahren wir einfach mal so entlang. Oh, ich kann in der Zwischenzeit auch schon mal die Homepage aufmachen, weil ich habe sie gerade jetzt nicht da. So, LS19 Farming Simulator. Dann gucken wir gleich einmal rein. Es war ja so einiges dabei und dann fangen wir gleich von vorne her an. So, Produktionsketten war ja noch vor der vorigen Woche. Genau. Der eine oder andere wird es vermutlich gesehen haben. Es gibt ja wieder einen neuen Trailer eben zu den Tieren. Das heißt ja Animals and Wildlife. Also es geht um die Nutztiere und auch um die Wildtiere. Wildtiere, ja klar, hat man gesehen. Die Rehe, die herumhüpfen, aber sind jetzt nicht so wichtig für uns, weil natürlich, die kann man nicht einfangen. Das sind einfach nur Dekotiere, die Rehe. Und auch die Krähen oder Vögel, wie auch immer. Aber es gibt ja eine Menge Nutztiere. Und da wurde natürlich wieder mal ein bisschen dran geschraubt. Aus meiner Sicht durchaus erfolgreich. Aber ihr könnt auch gerne mal selber ein Bild davon machen und mal reinklicken in die Homepage von Farming Simulator. Dort gibt es natürlich jede Menge an Bilder und auch eben der Trailer ist ja dort auch.
Ja, ist ein YouTube-Video, okay. Aber der Link dazu ist natürlich auch auf der Farming Simulator Homepage. So. Dann gucken wir mal durch. Und ja, es sind so einige Fotos oder Screenshots eben von zum Beispiel den Hühnern, Kühen und Pferden. Und ja, muss man durchaus sagen, besonders gut gefallen mir auch die Schweine. Denn in den Trailer, da haben sie ja anscheinend mehr Animationen eingefügt und sie schauen auch ja, mehr oder weniger realistischer aus als sonst. Nicht so statisch. Also gefällt mir sehr gut. Aber macht euch gerne selber ein Bild davon. Und schreibt es gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das? So. Natürlich haben sie ja auch reingeschrieben, die 10 Gründe, Tiere auf der Farm zum Halten, verleihen der Farm mehr Leben, gestalten das Gameplay unterschiedlicher oder abwechslungsreicher, weil man natürlich auch im Winter etwas zu tun hat. Ja, mit dem Füttern. Boah, wird sich in Grenzen halten mit der Arbeit, aber natürlich, ja, ist ein Argument. Natürlich Dünger kann man dadurch auch generieren, also bei den Schweinen und Kühen zum Beispiel. Und, was ja auch noch dabei war, es war ja schon bei dem Charakter, oder bei der Charaktererstellung ein Imkeranzug dabei. Und ja, es wird Bienenstöcke geben, die auch mehrere Funktionen haben. Zum einen bekommt man dadurch auch Honig und wenn man sie oder die Bienen an, was war das, Raps, Sonnenblumen oder Kartoffelfelder stellt, dann steigern sie den Ertrag. Auch ein schönes Ding. So. Gefällt mir sehr gut. So, was ist sonst noch? Ja, die Schafe. Schafe schauen auch flauschiger aus als sonst. Also das ist ein schönes Ding. Das gefällt mir durchaus gut. So, dann gehen wir weiter. Das war bei den Tieren. Dann Factsheets. Schauen wir mal rein. Was war da alles? So. Was ist denn das? Ein Marcel Ferguson 8S. Okay. Der eine oder andere wird es vielleicht gemerkt haben. Auf ModHub ist ja diese Woche auch, oder ja, jetzt in der Vergangenheit, auch ein Modpack erschienen. Bestehend aus 3 Traktoren, ein Marcel Ferguson 5S, 6S und 7S. Und ja, hier bei den Factsheets ist eben ein 8S, also das große Modell dabei. Mit einem, was ist das, eine Kreiselecke oder so, mit dem man auch ein bisschen zum Beispiel Raps oder Gras ansehen könnte. Was ist da sonst noch? Ah, der natürlich noch ausstehende Olivenernter ist auch dabei. Ein New Holland Braw oder Braut. Kann man aussprechen, wie man will. Ich sage einfach Braw. 9090X für Oliven. Also das Gegenstück zum Traubenernter. Ist natürlich auch notwendig, dass man das auch vorstellt. Zu der neuen Feldfrucht. So, was haben wir dann? Ja, natürlich der Steyr 8180. Auch ein richtig schönes Ding. Da bin ich schon gespannt drauf. Bin ja sowieso ein wenig ein Steyr-Liebhaber. Und dann, ja, die neue Reifenmarke Continental ist auch dabei. So, das war's dann aber, oder? Ja, dann geht's schon weiter mit den Grimme Kartoffelrodern. Also das war dabei. Gerne reinschauen auf der Farming Simulator Homepage. Und dann, so, und dann gab es natürlich auch noch die Gewächshäuser. Die wurden auch vorgestellt. Und zwar gibt es natürlich dann klein, mittel und große Gewächshäuser, aber die so aufwendig werden sie nicht sein. Das heißt, einfach nur Wasser reinfüllen und ja, läuft dann. Da wird es bestimmt dann den ein oder anderen Modder geben, die dann auch Gewächshäuser hinzufügen, wo man auch Mist zum Beispiel oder Saatgut oder Herbizid irgendwas zusätzlich noch reinpacken muss, aber im Moment muss man da einfach nur Wasser reinpacken und dann läuft das. Da gibt es da 3 verschiedene Sorten, eben für Salat und Tomaten, genau. Die generieren dann vermutlich nur entweder ein stündliches Einkommen oder man kann die, ich gehe eher davon aus, dass man dann die Paletten einfach nur verkauft, aber natürlich auch so, wieder rein in die Pan. Natürlich auch Erdbeeren, die man dann zum Beispiel in der Bäckerei weiterverarbeiten kann. Das ist auch dabei. Ja, und da steht halt noch
dann auch noch, dass man eben so, natürlich dann auch noch im Winter etwas zu tun hat. Ja. Ja. Es gibt natürlich Gewächshäuser, die man auch beheizt. Die kann man dann auch im Winter betreiben. Ja. Würde ich jetzt besser finden, wenn man dann zum Beispiel noch im Winter Hackschnitzel reinpacken müsste zum Beheizen. Wäre auch eine Idee. Aber da wird es bestimmt dann Mods geben für. So. Sonst noch irgendwas? Ja, nur ein Haufen Bilder von den Gewächshäusern. Also da schaut gerne vorbei auf der Farming Simulator Homepage und macht euch selber ein Bild. Ist einen Blick wert, würde ich sagen. So. Ich für meinen Teil finde es sehr gut. Mir gefällt's. Und bin auch gespannt, was dann die Modder für uns so machen werden. Da wird bestimmt der eine oder andere sich austoben können. Okay. Ja, und so, während wir hier quatschen, ja, sind die Bahnen fürs Gras schon ordentlich gelegt. Wie macht man hier? Fahren wir einfach mal so lang entlang. Und ja, da dürfte schon so einiges an Silage bei rumkommen. Wir müssen halt nur unten dann zuerst mit den Ladewagen erstmal rum und das Gras aufsammeln. Dann können wir natürlich das Fassilo platzieren und ab geht die Post. Dann spricht eigentlich nichts mehr dagegen. So, drehen wir mal um. An der Silageproduktion zu arbeiten. Oh, stopp. Nicht zu weit zurück. So, dann würde ich mal sagen, da den werden wir mal ausschalten. Oder entlassen den Helfer, weil sonst kostet er nur Geld. Und, hier ist er. Den füllen wir mal auf und schicken den los zum Kartoffellegen. Das kann er machen. So, was haben wir hier? Seeds? Bekommen wir die Kurve? Ne, bekommen wir nicht. Schade, schade, Limonade. Aber dann düsen wir gleich mal rum. So, zack, stopp. Immer Rinder mit. Okay, dann du musst runter zur Tankstelle. Dann schicken wir dich zur Tankstelle. Standard-Tankstelle. Ja, jetzt werden wir halt ein bisschen was investieren müssen, aber das bleibt halt nicht aus. Das bleibt nicht aus. Wenn wir keine Kartoffeln haben, selber zum Reinfüllen, dann müssen wir das Saatgut eben kaufen. Ich bin mal gespannt, wie oft wir den auffüllen müssen. Beziehungsweise wie viel eine so eine Ladung kostet. Ich glaube 4000 Euro, okay. Ja, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Haben wir ja eben bei Feld 23 schon einmal aufgefüllt. Hier werden wir aber vermutlich noch ein zweites Mal auffüllen müssen. Aber wenn wir dann 8000 Euro investieren für Saatgut, 25.000 bekommen wir, ein bisschen Helferkosten werden wir haben. Also von dem her läuft das schon. So. Ja, eigentlich können wir den eh schon losschicken, weil, ja, der kann sich schon mal auf die Socken machen. Hier rechts rum, der darf er eh nicht, weil er ja Einbahn ist. Also, ja, der wird sich schon melden, wenn er da ist. Wir machen hier erst einmal weiter. Da wird wir unsere eigene Arbeit unter das Dach, wie man so schön sagt, bringt. So. Ungefähr hier die Bahn werden wir dann anschneiden. Das heißt, wir machen mal hier einfach mal ein paar so Teilstücke. Das Rückwärtsfahren mit den mitgelenkten Schwader funktioniert so mehr schlecht als recht. Aber schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. So, dann nochmal runter. Machen wir hier auch so eine Bahn. Die nehmen wir mit. Und jetzt machen wir es uns noch einfacher und fahren einfach vorwärts ran. So. War das hier schon? Ne, da ist noch einer weiter. Deswegen machen wir hier noch einmal so ein Schwad drüber. Passt. Und jetzt können wir uns schon wieder unseren VC-Akkus widmen. Dann läuft das. Genau. So. Jo, jetzt, die nehmen wir jetzt mit.
Und ab geht die Post. So. Das haben wir doch gut gelöst, würde ich mal sagen, oder? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das? Schaut nicht so schlecht aus. So. Jupp. Jetzt fahren wir dann einfach den VCA-Kurs ab, bis wir da oben angelangt sind. Und dann drehen wir das Ganze nochmal. So. Und dann werden wir hier diese Bahnen entlang fahren. So. Passt. Läuft, würde ich sagen. Aber hier werden wir dann eh nicht die ganze Länge machen. Weil da nutzen wir eher diese oder diesen Winkel dann aus. Das heißt, wir fahren da immer so eines weiter. Ungefähr hier hinten. Hier kann man eh noch geradeaus fahren. Bis hier oben ungefähr. Dann machen wir hier weiter. Fangen wir einfach hier an. Okay. Ja, und damit würde ich sagen, hätten wir es für diese Folge schon wieder geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.